steht hier so auf dem Zettel und dann reicht es immer, weil so meine komischen Pranken hier zu sehen. Die Formelsammlung brauchen wir gleich, weißt du. Und ich sag mal, ich vermute mal tatsächlich, dass wohl alle mitgeschrieben haben, die hier heute jetzt, ich sag mal, leidenspflichtig dann den Sonntagvormittag um die Ohren hauen wollen, nach dem Motto, naja, keine Ahnung, vielleicht kann ich, wenn der Bendig da was erzählt hat, später besser einschätzen, was habe ich falsch, was habe ich richtig gemacht und so weiter. Aber ist ja auch kein so großes Geheimnis, die prüft wird und so fort oder auch irgendwie in einem Wärmetauscher oder sowas. Da könnte ein zweiter Fakt sein, nicht nur, dass sich die Leitungen zusetzen. Der zweite Fakt wäre, durch die Bildung, schreibt das mal hin, ich will sagen, durch die Bildung von diesen Kalkschichten auf in Wärmeübertragern wird der Wärmeübergang verschlechtert und dadurch können dann praktisch die Leistungen eines Wärmeübertragers verschlechtert werden. Also, Kalkablagerungen in Wärmetauschern, verschlechtern den Wärmeübergang. Wie viele Punkte will er mir dafür geben? Alter, 6 Punkte, das ist Hardcore-Arbeit, findest du nicht? Marcel, bist du da noch mit dabei gewesen am Ball oder bist du auch schon raus gewesen? Ja, aber wenn du das hier so siehst, du hast ja selber gesehen, also ich wiederhole das nochmal, weil ihr sollt das ja auch lernen. Ich will ja jetzt hier nicht einfach nur so eine Dauerwerbesendung für den alten TA machen hier, aber du sollst ja auch was lernen. Das heißt also, ich habe mir das Typenschild angeguckt und habe erstmal kapiert, dass dieser Scheiß hier wirklich die abgegebene Leistung ist. Da habe ich also ja erstmal dran mit mir rumgehadert und habe gesagt, okay, das Bildchen hier kenne ich. Ich weiß, dass der Motor echt diese Leistung abgibt. Grünes Licht, gesagt, mach es einfach so. In der Prüfung kann ich nur verlieren. Und dann ist das mein Endergebnis da vorne, weißt du? Weil eigentlich steht hier immer plus, plus, gleich, weißt du? Und dann ist das Endergebnis, würde ich sagen, damit es für den Prüfer sichtbar wird, schreib es einfach drin. Summe, weißt du? Von dem da oben 49,5 Sekunden. Und wenn er sich dann in der Tat darüber aufregen möchte, dann findet er auch an einer anderen Stelle einen sinnvollen Grund, oder? So. Was will der als nächstes? Also diese 7 Punkte, ich denke mal, die waren echt okay, oder? So, dann guck dir B an. Was ist denn bei B? Okay, also jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das da machen soll, aber vielleicht einfach mal so als Gedankenschritt, stell diese Formel um. Ja, mach das mal. Weil das musst du jetzt machen. R Gesamt ist gleich RH mal RL, ist ja jetzt auch scheißegal, geteilt durch RH plus RL. Habe ich jetzt dummerweise umgekehrt geschrieben, aber ist völlig egal. Richtig ist, dass dieser Bruchstrich wie eine Klammer wirkt, sodass ich praktisch jetzt natürlich erstmal mit mal dem Klammerausdruck multiplizieren. Das sieht aber kein normaler Mensch mehr, oder? Spätestens jetzt bin ich ja bei der Aufgabe 6 rausgefühlt, oder? Frei nach der Melodie. Wären beide Widerstände gleich groß, würde an beiden der halbe Wert abfallen. Oder die Hälfte von der Spannung abfallen. So, und ich sag mal, die Lösung siehst du ja selber. Dass der jetzt im Prinzip in seiner Lösung reinmarschiert und sagt, ja, ich mache den Gesamtwiderstand und dann rechne ich aus, wie viel Strom da fließt und dann rechne ich mir aus, welche Spannung da abfällt oder da weiß ich, dann tu dir doch selber den Gefallen und mach es so. Ich bin ja auch eine faule Sau, gebe ich ja ehrlich zu. Wenn die da in ihre Aufgabe reinschreiben, nachvollziehbar, verstehst du, nachvollziehbar, dann mache ich jetzt gerade hier bei mir die statistische Funktion auf und dann siehst du die Formelsammlung auf der Seite. Ich weiß nicht, wo hast du das S? Seite 61. Ich schreibe das mal hin. Seite 61. Da steht das S drin. Einverstanden? Und das S ist ja hier bei uns das Sigma, das wissen wir ja schon.